So, ja, es geht weiter mit Technomage und werde es wahrscheinlich doch mit der Tastatur weiterspielen. Egal, ob er sich dreht und wenn es, ja. Wenn ich es brauchen sollte, dann werde ich es wohl, ja, mit Maus weiterspielen. Aber vorerst werde ich dafür die Tastatur verwenden. Übrigens, vielen Dank, OsumaLP, für die ganzen Kommentare. Unter gänzlich jedem Video ist bisher ein Kommentar zu finden. Dafür schon mal danke im Voraus. Und ja, wir haben wieder eine Menge Aufgaben zu tun. Das Santium, die kaputte Leitung geht noch nicht, wegen den, weil fehlt ein Korken noch. Mit dem Eintopf war doch irgendwas. Bei der Wache oder so. Was willst du, Grünschnabel, denn hier? Niemand darf den Bergarbeiterschuppen betreten. Deshalb stehe ich ja hier. Da drin lagern wir Dynamit und andere gefährliche Stoffe. Dinge, mit denen so unerfahrene Leute wie du am besten gar nicht erst in Berührung kommen. Stew, lecker! Ich liebe Eintopf. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Warum lässt du es mich nicht einfach in Ruhe genießen? Okay, bitteschön. Wenn du mich dafür reinlässt. Was willst du, Grünschnabel, denn hier? Niemand darf den Bergarbeiterschuppen betreten. Was hast du denn da einen Topf? Was willst du denn noch? Was willst du, Grünschnabel, denn hier? Niemand darf den Bergarbeiter. Haben wir das Dynamit? Nein, haben wir nicht. Nur dieses Rizinusöl riecht furchtbar. Na, kombinieren kann man es nicht. Da oben war noch so ein Leck gewesen. Muss ich ihm noch mehr Eintopf bringen oder? Keine Ahnung, aber ich brauche das Dynamit auf jeden Fall. Ich brauche das Dynamit. So, den Eintopf gab es ja hier. Vielleicht kriege ich ja noch so eine schöne Kelle. Na, mein Junge, möchtest du eine Portion von meinem? Eine sehr gute Wahl. So eine halbe Portion. Da muss doch bestimmt irgendwas in den Eintopf fallen. Ich bin ein Koch und lebe. Ja, das kennen wir ja schon. Voilà, keiner. Moment, ich habe, glaube ich, gerade eine Idee. Hier, dein Eintopf. Muss bestimmt mit dem Eintopf irgendwas machen. Sieht aus wie Eintopf, aber ich kann nicht sagen, was für welcher. Ob ich trotzdem Rizin. Das wäre geschafft. Jetzt ist es. Das also. Habe ich es mir doch gedacht. Du bist aber gierig. Na, ich muss den Teller natürlich jetzt wieder abgeben. Weil dem Typ soll es durch den Eintopf nicht so gut gehen. Von daher brauche ich jetzt den Eintopf mit Rizinusöl drin. Und was wir gerade haben, ist normaler Eintopf. Das heißt, ich muss nochmal das Teil abgeben und dann wohl mit dem Rizinuszeug zurückkommen. Stu, was willst du, Grünschnabel, denn hier? Niemand darf den Bergarbeiter. Ja. Du siehst gleich, Sternchen, Freundchen. Es tut mir zwar leid, aber ich brauche das Dynamit und ja, dafür muss das leider gerade sein. Von daher wohl bekomm's. Na, mein Junge, möchtest eine sehr gute Wahl. So eine halbe.
So, na dann schenk mal ein. Ich bin ein Koch und lebe. So. Diesmal klappt es aber. Das riecht aber komisch. Ob ich zu viel Knoblauch genommen habe? Nein, da ist was ganz anderes Schönes drin. Egal, wer merkt das schon? Der kleine Dreamer da draußen wohl kaum. Tja, ich muss ihn dann nicht essen. Über ein schöner Spiegeleffekt. Riecht eigenartig, aber wen soll's schon stören? Ich weiß wen. Ich weiß wen. Es ist fies, ich weiß, aber... Tja, das muss leider sein. Lass uns kommen, wir nicht weiter. Wohl bekomm's. Hey, das ist aber sehr nett von dir. Ein Topf, meine absolute Leibspeise. Wie ist mir denn? Ich glaube, da bahnt sich gerade etwas Unschönes in meinen Eingeweiden an. Der Eintopf hatte irgendwie einen eigenartigen Nachgeschmack. Dieser Eintopf zerreißt mir ja förmlich die Eingeweide. Ich denke, ich muss dich hier für eine Sekunde alleine lassen. Aber geh nicht weg, ich bin gleich wieder da. Bleib einfach hier und lass niemand in den Schuppen, verstanden? Ich sollte mich besser behalten. Na dann geh mal. So, der ist schon erstmal beschäftigt und wir holen uns jetzt das Dynamit aus dem Schuppen. Und vielleicht gibt es da ein bisschen mehr als Dynamit im Schuppen. Und ich sollte öfters die Kamera drehen, wurde mir geraten. Das muss ich in dem Fall mit X und Y machen. Aber kein Problem, danke. Das mache ich doch. Okay, was sind das für Teile? Aus wie Schränke oder so. Oh, praktisch, eine kleine Übungshalle. Zum Trainieren. Das ist Dynamit, aber... Wie komme ich denn da ran? Endlich mal eine bessere Waffe. Super. Okay, so kann ich also wechseln. Gut. Ich nehme an, da gibt es eine Rüstung und so zu finden. Das wäre auch sehr schön. Wenn wir das dann später könnten. Aber ans Dynamit will ich mal ran. Aber wie komme ich da ran? Ach, ich seh's. Da war ein Schalter. Kreide und Dynamit. Schön. Sehr schön. Rätsel gelöst. Endlich mal ein Schwert. Endlich mal eine ordentliche Waffe. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit dem scheiß Dolch gekämpft. Jetzt gibt's endlich mal ein Schwert. Endlich mal eine saubere Waffe. Ja gut, ich meine, der Dolch war zwar nicht schlecht, aber das Schwert ist mir noch etwas lieber. Vor allem im späteren Verlauf des Spiels wird es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein, so ein Schwert zu haben. Übrigens, die Nester von den komischen Salamandern kann man zertreten. Ja, jetzt sind die richtig schnell weg.
Sieht doch schon gleich viel, viel besser aus. Nun ist der Vorteil, ich habe das meiste bereits schon freigekämpft. Hier waren ja so eine Goblins oder so, Trolle oder was auch immer. Die sind jetzt weg. Mir fehlte im Prinzip nur das Dynamit. Das haben wir jetzt. Das heißt, wir kommen endlich weiter, Leute. Hier waren, glaube ich, noch viele Gegner. Na, das heißt, vieles geht im Grunde. Ja, jetzt ist das wesentlich einfacher. Ah, da ist, glaube ich, das Nest. Gewesen. Egal. Jetzt ist es weg. Wow, echt beeindruckend. Boom. Wollen wir das speichern? Ja, komm, ich würde sagen, speichern wir mal ab. Ich will mit den Heiltränken ein bisschen sparsam umgehen. Ein bisschen sparsam, wie gesagt. Seht ihr? Da ist schon wieder ein Checkpoint. Na, die lustigen Viecher wieder. Den komischen Geräuschen. Oh, das war... Da war ich ein bisschen zu... sicher. Ich sollte mich vielleicht doch mal heilen. Ja, ich weiß, ich nehme jetzt nur zwei Tränke, weil... Tja. Na, Mann. Wie hat die mich noch getroffen? Na, das sind Salamander. Das Nest müsste mal weg. Boah, da will man mit diesen scheiß Heiltränken sparen. Und ja, genau das muss dann passieren. Hab ich denn jetzt volles Leben? Achso, natürlich nicht. Toll. So viel zum Checkpoint. Oder war das gar kein Checkpoint gewesen? Was bedeuten diese Teile? Ich verstehe nicht ganz, was diese Teile bedeuten sollen. Meine Fresse. Ich heile mich. Ja, ich heile mich voll, ist mir egal. Ich glaube, war das Energie oder was war das gerade? Na, ich glaube, es waren Heiltränke. Boah, ich hoffe, ich krieg noch Heilzauber. Oh, ich hasse diese blöden Fledermäuse überall. Will ich da wirklich lang? Ja, komm, ich muss da lang. Zerstör das Scheißnest. Na toll.
bisschen nervig gerade, dieser Äxten. Wow, was bist du für ein... Steineschmeißer. Na, ganz toll. Oh, lässt einen Heiltrank... Lässt einen Heiltrank fallen. Zwei Heiltränke. Oh, ich abuse hier rabiat die Heiltränke. Na, egal. Wenn ich sie schon habe, dann... Was bringen diese... Was bringen diese Teile? Sind's Checkpoints oder... I don't know. Was bringen sie mir? Ich mach mal einen zweiten Speicherstand. Falls das gerade zu doof lief. Sicher ist sicher. Okay, da scheint Licht durchzukommen. Das ist die Ladestation für die Loren. Wenn ich einen Hebel oder so etwas ähnliches hätte, dann könnte ich den Mechanismus reparieren und die Loren benutzen. Okay. Ich nehme an, die Lore meint er bestimmt damit. Ich bräuchte einen Hebel oder so dafür. Na, immer schön die Kisten kaputt machen. Ich finde, das Geräusch ist funny von den Typen. Na, da kommt wieder Gefahr. Zack. Gefahr beseitigt. Ich speichere ziemlich oft, ist mir egal. Von Heiltränke oder so. Von der Farbe würde ich meinen, ja. Okay. Nein, nichts. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Gut, okay. Hätten wir den Bereich schon mal erforscht? Ist ja so nichts. Ich finde, die Musik hat so was Düsteres, aber auch Geniales. Für diesen Mini-Dungeon, meint Dosoma, glaube ich. Oh, ich hoffe echt, ich krieg noch einen Heilzauber. Ich hoffe echt, ich krieg noch einen Heilzauber. Weil ich benutze Heilzauber doch ganz gerne. Und ohne ist das ein bisschen, ja, knifflig. Da müsste ich ziemlich oft Heiltränke benutzen. Je nachdem, wie ich mich anstelle und wie der Boss aussieht. Ich meine, ich habe zwar Rollenspielerfahrung, das ist nicht... Aber ich kenne die Bosse halt nicht, weil es halt blind ist. Und ich kenne das Spiel nicht. Sam. Woher kam das? Woher kam das? Von da, glaube ich. Wow. Da sind zwei von euch. Bevor du deinen Stein schmeißt, habe ich dich schon erledigt. Der kleine Irrgarten hier. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Den Kollegen. Ah, die sind zum Glück nicht so schwer.
diese Steineschmeißer, die kann man ganz gut wegtriggern. Okay, da ist der Fahrstuhl, bevor ich den benutze. Gehe ich nochmal hier oben gucken. Oh, die Echsen sind echt nervtötend. Hier waren wir schon mal. Immer schön die Karte benutzen. Okay, Zeit habe ich noch, sehe ich gerade. Wunderbar. Ich mache jeweils immer so 30 Minuten Folgen. So. Und wieder aufwärts, wie scheint. Was auch immer du für ein Punkt bist, ich hoffe mal, du bist ein echt nützlicher Punkt. Was ist das da oben? Na komm, egal. Ah, Fledermäuse wieder mal. Perfekt. Okay, kleinere Sprungpassagen, davon ist glaube ich was, das ich haben will. Mann, nein! Oh, ich bin so blöd! Schrägsprung. Es ist doch ein Checkpoint. Ich bin doch richtig gedacht. Aber wie funktioniert der? Dynamit, also. Das heißt, es muss irgendwo noch eine Wand geben, die ich aufsprengen kann. Oh, ich hasse diese Art von Springen. Oh, nein! Oh, spring doch! Mann, ja, ich hasse Sprungpassagen. Schon immer. Ich habe irgendwie immer, egal ob Solheil oder andere Jump'n'Run Games, habe ich. Achso, damit es. Na, ich habe es bereits aufgenommen. Ja, toll. Oh. Na komm, scheiß drauf. Ich habe das Dynamit. Weiter geht's hier nicht. Also wieder runter. Das war auch wieder dumm und dämlich, da. So, wo ist jetzt eine Wand, die geschlossen sein könnte? Da unten wäre noch ein Bereich, den ich nicht erforscht hätte. Und ich vermute mal, da wird dann wahrscheinlich die Wand sein. Ich höre irgendwie Gegner. Diese Wand sieht anders aus. Mit Dynamit werde ich hier wohl auch nicht weiterkommen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um sie kaputt zu kriegen. Hm. Toll. Etwas anderes einfallen lassen. Probiert. Das ist die Ladestation für die Loren. Wenn ich einen Hebel oder so etwas ähnliches hätte, dann... Könnte ich die Loren benutzen, ja, ich weiß. Das ist die Ladestation für die Loren. Wenn ich ein... Bloß, ich habe keinen Hebel oder sowas. Und habe jetzt auch nicht groß Lust, hier wieder rauszulatschen. Ah, Moment, ich kann diese
Teile also verändern. Also den Weg. Da kommt mir gerade ein Gedanke. Da kommt mir gerade echt ein Gedanke. Ich habe doch diese Lore irgendwo gesehen. Genau hier. Okay. Ich glaube, ich ahne da was. Ich kann noch auf die Lore draufspringen. Komme ich da vielleicht dann drüber? Wenn ich die dahin schiebe, versuchen wir es mal. Probieren geht über Studieren. Nee, funktioniert nicht. Diese Wand sieht anders aus. Mit Dynamit werde ich hier wohl auch nicht weiterkommen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um sie kaputt zu kriegen. Okay, gut. Ich kann die Lore steuern. Das ist schon mal nützlich. Es muss doch einen Hebel geben für diesen, für dieses Teil. Das ist die Ladestation für die Loren. Wo kriege ich jetzt einen Hebel her? Da hinten glänzt eigentlich. Da hinten glänzt eigentlich was. Was ist das eigentlich? Augenblick mal. Ich glaube, mir kommt gerade ein Gedanke. Kann das richtig sein? Kann das wirklich richtig sein? Wie ich mir es gerade denke, muss ich. Ja, ich wollte. Ah. Ich ahne was, Leute. Ich ahne was, wie das gehen soll. Fahr schon. Nein. Oh, falsche Taste. Mist. Ja, tatsächlich. Hä? Ist noch mehr Dynamit. Ich finde Dynamit ohne Ende, aber den Hebel finde ich nicht. Hier muss irgendwo eine brüchige Wand sein. Irgendwo eine brüchige Wand sein. Oh, 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 ich habe von der Zeit schon leicht überzogen. Aber ich will mich noch mal kurz umgucken. Nee. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diesen Part von Technomate. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und ja, die Zeit ist voll. Und ja, vielleicht schaue ich mich mal offscreen ein bisschen um, ob ich irgendwo noch so eine Wand finde. Ansonsten, bis demnächst. Ciao, Leute.